Ich hab so Bock auf Creepypasta Lunch mal wieder. Es wird Zeit für die annual Creepypasta Lunch Reaction. Und zwar, ich hatte noch immer nicht abonniert, was ein Fehler. Der deutsche Serien-Eisberg erklärt. Eisberg-Videos kommen sehr gut an bei meiner Community, na, ihr liebt die. Und jetzt der Serien-Filler-Eisberg erklärt. Let's go von Creepypasta Lunch. Wie viele gibt's denn davon? Wie viele gibt's denn davon? In Deutschland hat es in der Vergangenheit unfassbar viele schreckliche Menschen gegeben. Gut, das erklärt schon mal einiges. Na, ich liebe Creepypasta Punch. Ich weiß nicht warum. Ich hab da einfach immer ein gutes Feeling. Menschen, die jahrelang, teilweise jahrzehntelang vor der Polizei auf der Flucht waren und die ihre Zeit auf freiem Fuß genutzt haben, um unfassbar grausame Taten zu vollbringen. Und genau über diese Serientäter wollen wir heute einmal sprechen. Ich habe für euch diesen Eisberg hier zusammengesammelt mit den unterschiedlichsten schlimmen Serientätern aus Das ist voll das schöne Deutschland. Blau. Und dabei möchte ich eine Sache sagen. Und zwar, wer jetzt gerade glaubt, dass ein Serientäter in Deutschland vielleicht maximal 3 oder 4 Morde auf dem Gewissen hat, der wird gleich von etwas anderem überzeugt werden. Was glaubt ihr, ist das Maximum? Ja, 30 Minuten Creepypasta Lunch, jetzt geht's los. Ich sag, der mit den meisten Morden, das ist sowas von nicht in Ordnung, darüber zu reden. 11 hätte ich jetzt auch gesagt, aber actually, ich glaube sowas wie so 22. Ich glaube, da gibt es irgendeinen, der so. Ja, okay, da, ja, komm, ihn sehen wir jetzt nicht als Serienfiller. So, ja. 3K? Nee. Also 22 ist, glaube ich, gut. Denn je tiefer wir heute im Also Eisberg gut, ist gut geschätzt. gehen, desto mehr und mehr Opfer wird es pro Täter geben. Oh mein Und auf der Gott. untersten Ebene, so viel kann ich euch jetzt schon sagen, sind wir im dreistelligen, teilweise sehr hohen dreistelligen Bereich durch eine Einzelperson. Das bedeutet, heute werden wir also auflisten, wer die schlimmsten deutschen Serientäter gewesen sind. Und bevor wir mit der Liste anfangen und zu den Tätern kommen, möchte ich noch eine Sache kurz sagen. Und zwar habe ich Ja, mich. halt die Fresse, Destroyer! Was hast denn du geschrieben, ha? Scroll ich gleich rauf, Destroyer. Nix hat er geschrieben, weil er sich nicht getraut hat zu raten. Heute wirklich auf Einzeltäter fokussiert. Sprich Personen, die mit ihren eigenen Händen daran beteiligt waren, dass Menschen beseitigt wurden. Dreistellig ist normalerweise so tausende Bereich. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Ich weiß, dass es gerade im Zweiten Weltkrieg viele Leute gegeben hat, die eben durch Entscheidungen, Unterschriften und Co. verantwortlich waren für zum Beispiel die Vernichtung von Hunderttausenden, wenn nicht sogar Millionen Menschen. Aber damit wir hier nicht mit so großen Spekulationen um uns werfen müssen, habe ich mich heute auf Einzeltäter beschränkt, die auch wirklich mit eigenen Taten, mit ihren eigenen Händen dafür verantwortlich waren. Also, ohne jetzt Okay, weiter okay. drumherum zu reden, hier ist der deutsche gruselige Serientäter-Eisberg. Gruselig, auch sehr wichtig. Ich find's urgeil, er hat letztens ein Video gemacht. Ich hab's mir nicht angeschaut, aber. Deutschland versus Österreich versus Schweiz. Welches Land ist das gruseligste? Ah, ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn. Ebene 1. Peter Kürten. Peter Kürten gehört zu den Oh bekanntesten mein Gott. Serienkillern, die es in Deutschland überhaupt gegeben hat. Das schaut schon Aber besser heftig bekannt aus. ist er unter dem Namen der Vampir von Düsseldorf. Und er Ah! terrorisierte Düsseldorf und umliegende Gebiete in den 1920er und 1930er Jahren. Kürten beging eine Reihe von Destroyer, Gewaltverbrechen. danke dir für den Seine Sub. Ich Verbrechensserie verzeihe begann in den dir. frühen 1920er Jahren. Damals beseitigte er vor allem Frauen, aber auch Kinder und Männer waren seine Opfer geworden. Teilweise ist kein Zusammenhang zu erkennen, welche Menschen er sich als seine Opfer ausgesucht hatte. Es gab keine persönlichen Verbindungen zwischen den Leuten. Kürten zeigte eine besondere Grausamkeit bei seinen Taten. Er erstach, erwürgte oder erschlug seine Opfer. Seinen Spitznamen, der Vampir von Düsseldorf, erhielt Der er, weil hat er in Blut einem getrunken, oder? Vorfall im Düsseldorfer Hofgarten einem Schwan den Kopf abschlug Ach so. und vermutlich dessen Blut trank. Ein Vorfall, der Bluttrinken Ja, einfach, na komm, da mache ich jetzt keinen Witz. involvierte, soll auch bei einem seiner menschlichen Opfer vorgekommen Vor allem sein. nicht über Jesus. Daher glaubten manche Leute, dass er entweder ein Vampir war oder irgendwelche besonderen Effekte sich erhoffte, die er kriegen würde, wenn er eben Blut zu sich nimmt. Offiziell bestätigt hat Kürten 9 Menschen beseitigt. Manche vermuten jedoch, dass die wahre Beseitigt. Anzahl deutlich höher Digga. sein könnte.
Schließlich wurde Peter Kürten im Jahr 1931 gefasst und vor Gericht gestellt. Er gestand mehrere Morde und wurde wegen 9 Morden und 7 Mordversuchen zum Tode verurteilt. Kürten wurde am 2. Juli 1931 hingerichtet. Bis wann gab es eigentlich die Todesstrafe in Deutschland? Paul Ogotzow. Paul Ogotzow war ein Zugbegleiter, der in den Jahren 1940 und 1941 in Berlin sein Unwesen trieb. Er wird auch als der sogenannte S-Bahn-Mörder von Berlin bezeichnet. Seine Verbrechensserie begann im November 1940. Ogotzow zielte darauf ab, Frauen, die alleine unterwegs gewesen sind, zu überfallen und sie dann an abgelegene Orte mitzunehmen. In Österreich darf man bei Selbstverteidigung jemanden umbringen. Das darfst du wahrscheinlich auch in Deutschland. Also jetzt nicht einfach so bei Selbstverteidigung, sondern halt Verhältnismäßigkeit ist wichtig. Wenn dich jemand mit einer lebensbedrohlichen Waffe bedroht oder halt generell so dein Leben gefährdet, dann darfst du dich natürlich verteidigen, ne? Das ist klar. Um sie dort in Ruhe und abseits der Öffentlichkeit zu beseitigen. Um seine Identität zu verschleiern und die Aufmerksamkeit der Polizei von sich abzulenken, entschied Ogotzow seine Taten in der Berliner S-Bahn zu begehen. Dort nutzte er die Dunkelheit, wenn es Nacht gewesen ist, oder das Gedränge der Pendler am Tag, um unerkannt zu bleiben. Wenn er in diesem Durcheinander von Leuten eine Person griff, dieser Person den Mund zuhielt und vorsichtig wegführte, war das den meisten Leuten nicht aufgefallen. Ganz kurz, die Todesstrafe in Hessen seit 2019 abgeschafft? Hessen? Alles okay bei euch? Die Leute waren einfach viel zu beschäftigt damit, auf sich selbst zu achten. So soll er dann zum Beispiel 8 Menschen beseitigt haben. Doch auch hier sagt man, dass die Dunkelziffer deutlich, deutlich höher sein könnte. Die Serie von Überfällen und Morden löste eine riesige Welle der Panik und Angst in der Bevölkerung aus. Frauen waren besonders besorgt und mieden die S-Bahn aus Angst vor weiteren Angriffen. Die Polizei leitete eine umfangreiche Ermittlung ein und die Bevölkerung war aufgerufen, jegliche verdächtige Beobachtung zu melden. Ogotzow wurde schließlich im Mai 1941 aufgrund einer Augenzeugenbeschreibung festgenommen und dann im Juli 1941 hingerichtet. Es ist so crazy, dass es früher auch noch so viele... Mach auf, es ist deine Zeit. Entschuldigung, das war keine Absicht. Dass es früher auch noch so viel leichter war, einfach aufgrund dessen, dass du nirgendwo Kameras hattest. Es gab ja auch viel weniger Menschen auf der Welt, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwie jemand sieht, ich meine, das ist jetzt auch ein blöder Vergleich, ist halt wesentlich geringer. Und ich denke mir, so 1940, 1930 irgendjemanden wie Creepypasta Lunch sagen würde, zu beseitigen, wäre wesentlich, wesentlich einfacher gewesen. Genau, und keinen DNA-Beweis. Wobei, du kannst es ja rückwirkend immer noch bestimmen. Aber natürlich wusstest du das halt damals nicht. Damals hättet ihr, also wenn dir damals jemand gesagt hätte, yo, du gehst in einen Raum und machst alles sauber und dies, das, aber wenn nur ein Haar von dir gefunden wird, dann können sie dich überführen. Bist du deppert. Das ist schon heftig, was wir für Technologie haben. Aber nicht gegen den Sägekiller. Der Sägenkiller. Die nächsten 2 Serientäter sind etwas Besonderes. Und zwar, weil sie bis heute nicht identifiziert werden konnten. Okay. Die erste Person ist der sogenannte Sägenkiller von Hannover. Dies ist eine Person, die in den 1970er Jahren dafür gesorgt hat, dass mindestens 6 Menschen beseitigt wurden. Oder aufgefallen waren offen seine Taten als Spaziergänger und Polizisten Körperteile als wäre das so Last oder so. Er hat sie beseitigt. Opfer in oder. Der Stadt verteilt gefunden hatten. Der Täter hatte sie dort verteilt, sodass insgesamt 13 unterschiedliche Körperteile an völlig unterschiedlichen Orten entdeckt wurden. Das letzte Mal, dass der Sägenkiller aufgetaucht war, war im Dezember 1977 gewesen, als nahe eines Weges in Hannover der Körper einer 50- bis 60-jährigen Frau entdeckt wurde. Trotz intensiver Suche, mehreren Fernsehberichten, Aufrufen in Radio und Zeitung, konnte der Täter nie identifiziert werden. Die Kanalmorde.
Der andere und letzte unidentifizierte Serientäter dieser Liste ist verantwortlich für die sogenannten Kanalmorde, die im Rhein-Main-Gebiet in den 1980er Jahren verübt wurden. Bei den 7 Opfern handelt es sich um männliche Jugendliche im Alter zwischen 11 und 18 Jahren. Man vermutet, dass der Täter diese Leute überwältigte, erschlug, fesselte und daraufhin in eine nahegelegene Kanalisation warf. Während der Schlag vielen Leuten bereits das Leben genommen hatte, konnte nachgewiesen werden, dass manche seiner Opfer erst in der Kanalisation starben, nachdem sie im hohen Wasser ertrunken waren. Bei uns in der Nähe, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da gab es auch so einen Kanal. Das war halt einfach so ein großer Kanal. Also ihr wisst schon, wie so ein riesiges Rohr einfach, das ist so rund. Und du musst dich so leicht ducken, wenn du so reingehst. Und der ist endlos lang. Und ich weiß noch, ich wollte immer so bis ans Ende gehen, aber ich habe mich nie getraut, weil es ist auch mega creepy, wenn du so 2, 3, 4 Minuten unterwegs bist und du bist einfach in so einer Röhre. Außerdem ist ja auch voll ekelhaft da drin. Da ist halt, keine Ahnung, was da drin ist. Lauter Spinnen und Dreck und so. Aber ich frage mich bis heute, was da ganz am Ende ist. Vielleicht sollte ich da mal wieder reingehen in den Kanal und da Über exploren. Den Täter selbst gibt es bis heute leider kaum Informationen. Es wird aber vermutet, dass es sich um eine alleinstehende Person handelte, die circa im Alter von 50 Jahren gewesen ist. Doch wirklich klare Beweise zu diesem Vorfall gibt es bis heute nicht. Ebene 2. Nun kommen wir zu den Morden, die ungefähr sich schon im leichten zweistelligen Bereich befinden. Gesche Gottfried. Gesina Margarete Gottfried, oder Gesche Gottfried, wie sie immer genannt wurde, war eine deutsche Serientäterin, die zwischen den Jahren 1813 und 1827 insgesamt 15 Menschen in Bremen und Hannover beseitigt hatte. Um ihre Ziele zu erreichen, nutzte sie sogenannte Mäusebutter. Dies war ein sehr leicht erhältliches Rattengift, welches... Ich wusste, dass sie das ist. Ich kenne die. Hat sie nicht auch einige von ihren... Husband von ihren Männern halt vergiftet? ...aus dem hochgiftigen Stoff Arsen und Tierfett bestand. Diese Mäusebutter konnte man damals in vielen Läden kaufen. Kennst du die persönlich, und auch größere Mengen davon zu Hause zu haben, war nicht seltsam gewesen, weil es immer und immer wieder zu Rattenplagen kam. Von dieser Mäusebutter mischte sie dann immer kleine Mengen in das Essen ihrer Opfer. In kleinen Dosierungen war das Ganze nicht zu schmecken gewesen. Ihre Opfer starben nicht sofort davon, sondern sie wurden krank. Und immer dann, wenn ihr Opfer krank wurde, bot sie an, sich um die Person zu kümmern, bis es ihnen denn besser geht. In dieser Zeit, wo die Leute also unter ihrer Obhut gewesen sind, vergiftete sie ihre Opfer weiter. Irgendwann konnten ihre Körper das Gift aber nicht mehr aushalten und verstarben daraufhin. Das Gruselige an der ganzen Sache war, dass Gesche als eine tolle und beliebte Mitbürgerin galt. Sie war quasi ein Engel, der sich um kranke Menschen kümmerte. Dadurch bekam sie zum Beispiel auch von Freunden und Nachbarn den Spitznamen der Engel von Bremen. Niemand ahnte, was für schreckliche Dinge sie wirklich in ihrer Freizeit getan hatte. Erst als eines ihrer potenziellen Opfer weiße Granulatstückchen im Essen fand, wurde der grausame Plan von Gesche aufgedeckt. Denn man untersuchte diese Granulatstücke und stellte fest, dass es sich dabei um Arsen handelte. Am 21. April 1831 wurde sie schließlich hingerichtet. Joachim Kroll. Joachim Kroll ist... War das denen das auch nicht aufgefallen ist, dass einfach so viele Leute von ihr dann versorgt werden, weißt du, was ich meine? ...ist ein weiterer wirklich schrecklicher Serientäter mit einem passenden Spitznamen. Er wird allgemein als der Ruhrkannibale bezeichnet, der in seiner Zeit 14 Menschen das Leben nahm. Den kenne ich auch, glaube ich. Kroll fing mit seinen Taten im Jahr 1955 nach dem Ableben seiner Mutter an. Dabei verhielt er sich besonders, denn er ging nicht wahllos los und beseitigte Menschen, sondern er beging seine Taten an den gleichen Orten, nur mit einiger Wartezeit dazwischen. Er kehrte also mehrfach an den gleichen Tatort zurück, wartete teilweise aber Jahre dafür. Er wartete dann dort einfach, bis sein Opfer an ihm vorbeikam und erwürgte dieses. Seinen Spitznamen als Kannibale bekam er, weil er angeblich auch Teile seiner Opfer verspeist haben soll.
Am 3. Juli 1976, also über 21 Jahre später, wurde er dann wegen dem Kidnapping eines 4-jährigen Mädchens geschnappt. Damals teilten Nachbarn der Polizei mit, dass das Abflussrohr verstopft sei. Als die Polizei Kroll fragen wollte, ob er wüsste, wieso dieses Abflussrohr verstopft war, antwortete er nur völlig nüchtern: Organe. Und gab damit quasi zu, dass er wüsste, was hier los ist. Im April 1982 wurde er dann schließlich zu lebenslänglicher Haft verurteilt und verstarb an einem Herzinfarkt im Jahr 1991. Peter Stump. Peter Stump hatte viele Namen. Stube, Stubbe, Stübbe. So hat er ausgeschaut. Oder auch Stumpf. Doch der bekannteste Name, der... Yo, what's up? Ich bin Wolf. ...ihm gegeben wurde, ist der Werwolf von Bettenburg. Denn Peter Stump war nicht nur ein schrecklicher Serienkiller, der zwischen den Jahren 1564 und 1589 insgesamt 18 Menschen beseitigt haben soll. Er soll zudem auch sich der Hexerei und Werwolferei schuldig gemacht haben. Was zum Fick ist Werwolferei? Hexerei? Ja, okay, du mischst ein paar Kräuter und dann bist du auf einmal high, okay? Werwolferei? Wie wird man dessen überführt? Hey, du siehst ein bisschen aus wie ein Werwolf. Jopp. Das bin ich. Sicke Anklage. Mit anderen Worten, einfach gesagt, soll er angeblich ein echter lebender Werwolf gewesen sein. Ja, ich glaub's eh auch. So wurde ihm damals vorgeworfen, dass er im Besitz eines Gürtels war, den er vom Teufel höchstpersönlich bekommen hatte. Dieser Gürtel ermöglichte ihm, sich in einen Werwolf zu verwandeln, wann immer er wollte. Und wenn er das machte, jagte er Menschen. Durch diese Transformation soll Stump auch einen unfassbaren Hunger auf menschliches Blut und Fleisch bekommen haben. Was haben die Leute früher geraucht? Sind wir uns einmal ehrlich. Die Leute früher, es gibt diese Theorie, dass die Bibel und so weiter und halt die ganzen Sachen, die halt so rund um Jesus passiert sind, sich die Leute eingebildet haben, weil sie alle Shrooms genommen haben. Das habe ich mal gehört. Ich habe null Ahnung, ob das irgendwas mit irgendwas zu tun hat. Aber in so einer Situation, Bruder, ja, hier, mein Nachbar da, der, keine Ahnung, ich glaube, der hat einen Gürtel vom Teufel und wenn er den anhat, dann frisst er Menschen. Und alle anderen so, damn, das ergibt Sinn, ne? Was ist mit den Leuten, was ist 1500 passiert? Wer hat diesen Menschen wehgetan? Und genau dieser Hunger trieb ihn dazu an, die 18 Menschen zu beseitigen, unter anderem auch seinen eigenen Sohn. All diese Anschuldigungen bestätigte er dann im Jahr 1589, als er auf eine Streckbank gelegt wurde. Ja, na sicher. Deswegen muss man davon ausgehen, dass... Der Typ ist so ein Troll, der so, ja komm, die bringen mich eh um, might as well, vielleicht in 500 Jahren redet dann Creepypasta-Lunch über mich. Ja, übrigens, das mit dem Gürtel, true. Ich war beim Teufel, ich habe mir den abgesneakt, gar kein Thema. Nicht alles an diesem Vorfall stimmt, so ein weil es Ohrschlaf. Eben eine Aussage ist, die getätigt wurde, während Folter ausgeführt wurde. Man geht gesagt, ja und, Patrick, deine Mama, gell, deine Mama habe ich auch. Heutzutage davon aus, dass er wirklich diese schrecklichen Taten beging und die Werwolf-Geschichte nur eine Lüge war, die die Leute damals als Erklärung hören wollten, weil sie sich nicht vorstellen könnten, dass ein normaler Mensch so grausam war. Im Oktober 1589... Und dann haben sie ihn auf eine Streckbank gelegt. ...wurde Stump dann schließlich hingerichtet. Auf eine Ebene 3. Jetzt kommen wir schon in den höheren zweistelligen Bereich und zwar ungefähr von 19 bis 30 Tote. Danke für die Info. Fritz Hamann. Friedrich. Warum musst du jetzt lachen? Fritz Hamann. 30 Tote. Komm. Fritz Hamann. Friedrich Heinrich Karl Hamann war ein Mann, der ebenfalls unter vielen Namen bekannt wurde. Einige seiner Titel waren der Metzger von Hannover, der Werwolfmann oder auch der Vampir von Hannover. Ja, der hat den Gürtel und er soll gehabt, mindestens 24 junge Männer in den Jahren von 1918 bis 1924 beseitigt haben. Hamann lockte seine Opfer meist mit Versprechungen von Arbeit und Unterkunft an. Wenn diese ihm dann vertrauten und ihm in seine Wohnung folgten, griff er sie an und tat ihnen schreckliche Dinge an. Ihre Überreste entsorgte er in ganz Hannover. Es gibt sogar die Theorien, dass er Teile von ihnen als Fleisch an Gasthäuser verkauft und geliefert hatte.
Dadurch bekam er dann auch seinen Titel als der Metzger oder Schlächter von Hannover. Geschnappt wurde er schließlich, als man bei einem seiner Opfer Kleidung und einen Schlüssel zu seiner Wohnung gefunden hatte. Dies war natürlich ein klares Beweis gewesen, dass er irgendetwas damit zu tun hatte. Daraufhin wurde er festgenommen und... Wie passiert dir das? Ah ja, ich habe unnötig meinen Schlüssel bei meinem Opfer liegen lassen. Aha. Gestand seine Taten. Oder wer so dumm ist, der gehört auch überführt. Ich hoffe, der wurde auch hingerichtet. Er wurde verurteilt und am 15. April 1925 schließlich hingerichtet. Haha. Simeon Fleischer. Simeon oder Simeon Fleischer war ein Mann, der im 16. Jahrhundert in Deutschland lebte und insgesamt 19 seiner Ehefrauen beseitigt hatte. Und das 19 Ehefrauen hat er? Ganz kurz. Ich weiß, das war eine andere Zeit damals. Da waren die Menschen anders drauf. Da haben die Menschen anders ausgeschaut. Schau dir den an. Der hat riesige Augen. So. Die Menschen waren einfach anders. So, okay? Aber der hat so... Nach der 18. Frau, die er beseitigt hat, hat sich keiner gedacht, irgendwie weird, oder? Dass da die ganze Zeit Frauen von ihm verschwinden? Wie lernst du überhaupt 18? Ich könnte nicht mal 18 Frauen heiraten, so. Ich habe nicht mal so viel Zeit so dafür. Der muss ja nebenbei auch noch Geld verdient haben. Der hat ja einen Job gehabt, der Typ. Das meistens aus finanziellen Gründen. Er heiratete einfach nur, um an das Geld der Person zu kommen oder um Geldgeschenke der Familie der Ehefrau zu kriegen. Das war's. Und dann, wenn das Geld aufgebraucht war, tötete er seine eigenen Ehefrauen kurze Zeit später. Seine Frauen tötete er nicht immer auf die gleiche Weise. Er tat es immer so, wie es ihm im Moment gerade am praktischsten gewesen ist. Aber erst als er seine 19. Ehefrau beseitigt hatte, wurde er auf frischer Tat erwischt und sofort inhaftiert. Als sie ihn eben inhaftiert hatten, kam heraus, dass er innerhalb von ca. 6 Jahren 31 unterschiedlichste Frauen geheiratet hatte, von denen er 19 ermordete. Gut. 6 Jahre, ja, mal 12 Monate. 72 Monate und der hat 31. Der hat alle 2,3 Monate mal 30 Tage. Er hat alle 70 Tage hat er eine neue Frau geheiratet. Und das ist der Schnitt. Was ist denn die kürzeste Ehe gewesen? 19 Tage? 4 Tage? Was war die längste? 80? Junge! Wie geht das? Wie geht das? Wo findest du überhaupt 31 Frauen, die dich innerhalb von 6 Jahren... Der muss ja... War das Schönheitsideal? Das war so der Handsome Squidward von damals. Der Hund, Alter. Der Hund. Am 19. Januar 1581 wurde er schließlich hingerichtet. Schriften zu Simeon Fleischer entstanden erst nach seiner Hinrichtung. Wie viel davon also wirklich komplett der Wahrheit entspricht und was später dazu gedichtet wurde, kann man heutzutage nicht mehr so genau sagen. Dass er aber existierte und ein schrecklicher Serienkiller gewesen ist, wird eigentlich heutzutage nicht mehr bezweifelt. Rudolf Pleil. Rudolf Pleil wird auch als der Todmacher bezeichnet. Oh mein Gott. Er soll zwischen 1946 und 1947 insgesamt 10 bis 25 Menschen beseitigt haben. Offiziell wurden 10 Opfer identifiziert, doch laut Pleil selbst sollen es 25 gewesen sein. Er arbeitete in den Jahren im Harz und bot Leuten an, sie illegal über die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland zu führen. Dafür lockte er eben diese Leute in das undurchsichtige Gebirge im Harz. Von dort aus versprach er ihnen, dass er sie unbemerkt hin und her liefern könnte. In diesen 2 Jahren, in denen er aktiv gewesen ist, hatte er vor allem Frauen angegriffen, die alleine unterwegs waren und fest gehofft hatten, dass er ihnen helfen könnte. Auch unterschiedlichste Polizisten fielen ihm angeblich zum Opfer. Es ist auch so, dass du halt in so einer Situation, ne, wo Menschen halt wirklich ihr Leben riskieren, in der Hoffnung auf ein besseres Leben und in der Situation, natürlich ist in keiner Situation gut oder so, weißt du, was ich meine, aber halt so in ihrem größten Hilfestadium machst du halt dann sowas. Obwohl einige Frauen in den Bergen gefunden wurden, konnten sie zunächst nicht auf Pleil, der mit 2 Komplizen gearbeitet hatte, zurückgeführt werden.
Erst als er einen Hamburger Geschäftsmann überfallen und beseitigt hatte, konnte er geschnappt werden. Damals wurde er jedoch nicht zum Tode verurteilt, und zwar weil er bei dieser Tat unter dem Einfluss von Alkohol stand. Man verurteilte ihn deswegen auf Totschlag, beziehungsweise eben, dass das Ganze keine Absicht war, sondern eine Rauschtat gewesen ist. Zu diesem Zeitpunkt wusste man noch nicht von seinen anderen schrecklichen Taten. Erst als er im Gefängnis saß, gestand er seine schrecklichen Morde. Er starb im Jahr 1958, als er sich in seiner eigenen Zelle das Leben nahm. Kurt Werner Wichmann. Der Fall um Kurt Werner Wichmann ist etwas schwierig, denn er war ein deutscher Serientäter, dem 4 Morde nur nachgewiesen werden konnten. Diese beging er, als er 16 war, im Jahr 1967, im Jahr 1968 und 1970. Das Ganze ist so schon schrecklich. Damals konnte man das schon auf Alkohol schieben, alles klar. Was ich mir gerade gedacht habe, ist, was wäre, das ist vielleicht ein blöder Gedankengang, aber was wäre, wenn ich so eine Tat jetzt getan hätte und dann sehe ich so, yo, die Polizei ist jetzt gleich da, die Sirenen sind schon, die laufen schon, dies, das, und ich habe so einen Flachmann und dann schraube ich den auf und weißt? Und dann im Nachhinein sage ich, naja, ich war voll betrunken. Ich kriege jetzt eine kleinere Strafe. So geht das? Wirklich genug, keine Frage. Doch warum genau kommt er mit 4 nachgewiesenen Vorfällen auf Ebene 3? Bluttest? Ja, ja. Ach so. Naja, dann weigerst du dich zuerst. Dann weigerst du dich zuerst und sagst, nein, ich mache das nicht, dies, das. Und so nach einer Stunde sagst du, ja, okay. Weil dann hast du ja die ganzen Promille schon im Blut. Bezweifle, dass das heute noch funktioniert und ENIAC schreibt, naja, gibt es heutzutage noch. Ja, okay. Der Grund dafür ist, dass Wichmann in Verbindung gebracht wird mit einem gruseligen Cold Case, der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte. Denn im Jahr 2017 gab die Polizei bekannt, dass der mittlerweile verstorbene Wichmann der Hauptverdächtige im Fall der sogenannten Göhrde-Morde gewesen ist. Dies sind 21 ungeklärte Mordfälle, die in Lüneburg und der Umgebung stattgefunden haben. Damit könnte Wichmann eventuell sogar 25 oder mehr Menschen auf dem Gewissen haben. Zu dieser Verbindung kam es, als man DNA-Spuren von Wichmann in einem gestohlenen Fahrzeug eines der Opfers finden konnte. Wichmann selbst wurde damals im Jahr 1993 als Täter im Fall von Birgit Meier vermutet. Als die Polizei sein Haus untersuchte und ihn festnehmen wollte, floh er und wurde dann einige Zeit später bei einem Autounfall geschnappt. 10 Tage nach seiner vorsorglichen Inhaftierung nahm sich Wichmann in seiner Zelle das Leben. Kommen wir nun zu Ebene 4. Dann gesteh doch wenigstens vorher die Morde. Wie war es damit? Dann haben alle anderen Menschen einfach weniger zu tun und Familien könnten wenigstens abschließen und sagen, yo, hier, das war der Wichmann und den gibt's jetzt nicht mehr. Und hierbei haben wir eben jetzt ungefähr 30 bis 100 Vorfälle. Karl Denke. Karl Denke, der besser bekannt ist unter dem Namen der Kannibale von Münsterberg, war ein schrecklicher Serientäter, der zwischen den Jahren 1903 und 1924 30 bis 42 Menschen beseitigt haben soll. Welcher ist jetzt der da? Manche vermuten sogar, dass die Anzahl seiner Opfer noch deutlich, deutlich höher sein könnte. Bis heute weiß man nicht, warum Karl Denke die Dinge tat, die er getan hatte. Aber plötzlich und scheinbar ohne Grund im Jahr 1903 fing er an, Obdachlose oder ärmliche Reisende zu überfallen und umzubringen. Auch soll er damals das Fleisch seiner Opfer verarbeitet und auf örtlichen Märkten verkauft haben. Es heißt, dass er selbst das Fleisch den Kunden andrehte und dabei behauptete, dass es sich hierbei einfach nur um sehr gutes Schweinefleisch handelt. Auch hatte er verschiedenste Knochen und andere Körperteile in seiner Wohnung aufbewahrt. So zum Beispiel ein Ellbogen, 120 menschliche Zehen, Rippenknochen und auch einige Köpfe. Dies hat später natürlich dabei geholfen, ihn zu überführen. Am 20. Dezember konnte Denke zwar gefasst werden, jedoch nahm er sich in seiner Zelle 2 Tage später das Leben, um sich seiner Strafe zu entziehen. Es sind für mich persönlich die 120 Zehen. Stefan Letter.
Stefan Letter soll zwischen dem Januar 2003 und der hat einfach die Frisur von Danny Klose von Ups, die Pannenshow. Boah, der hat riesige Hände, yo. Dem Juli 2004 mindestens 29 Menschen, vermutlich aber deutlich mehr, beseitigt haben. Doch er war anders als die vergangenen Killer dieser Liste. Denn Letter war Krankenpfleger in Bayern gewesen und arbeitete dort im Krankenhaus Sonthofen. In diesem Krankenhaus kümmerte er sich vor allem um ältere Personen, bis plötzlich etwas Merkwürdiges den Mitarbeitern auffiel. Denn während seinen Schichten kam es immer mal wieder vor, dass vermehrt Menschen starben. Unter seiner Aufsicht starben mehr Menschen als bei allen anderen Angestellten. So sollen allein während seiner Schichten 80 Menschen verstorben sein. Und das in diesem relativ kurzen Zeitraum. Ist das, ich weiß nicht, wie normal ist es, dass im Krankenhaus Menschen sterben? Ich meine, obviously ist es jetzt nichts Ungewöhnliches, aber halt jetzt, ja gut, 80. Für Leute, die im Krankenhaus arbeiten, ist es so eine Person pro Woche oder so im Schnitt? Wie kann ich mir das vorstellen? Daraufhin fing man an, die Körper der Verstorbenen genauer zu untersuchen und bemerkte, dass eine Flüssigkeit namens Lysthenon ihnen verabreicht wurde. Dies ist eine Substanz, die zuvor aus dem Krankenhaus gestohlen wurde und die bei einer Hausdurchsuchung von Letters Haus auch gefunden werden konnte. Letter gestand im Jahr 2006 vor Gericht, diese Dinge getan zu haben. Er versicherte aber, dass er es nicht aus Bosheit oder so tat, sondern aus Mitgefühl und Sympathie. Er sagte, er wollte nur den kranken Patienten helfen, damit ihr Leid endlich zu Ende ist. Dies tat er allerdings natürlich ohne... Bruder, das ist... jegliches Einverständnis der Patienten. Er wurde schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Hilfe, ich habe Schmerzen, ich brauche einen Krankenpfleger. Ja, natürlich helfe ich dir. Bruder, du wirst doch vor allem Krankenpfleger, weil du zumindest zu einem gewissen Teil den Menschen helfen willst, oder sehe ich das falsch? Ich denke, das ist der Grund, warum man Krankenpfleger wird, und dann nimmt man halt die ganzen negativen Aspekte von dem Beruf, wie wahrscheinlich viele Überstunden, wie mental anstrengende Umgebung und so weiter und so fort, nimmt man dann halt in Kauf, wenn man halt einfach ein guter Mensch ist. Und man betitelte seine Taten als die schrecklichste Mordreihe der Nachkriegszeit. Zumindest tat man dies so lange, bis man einen Mann entdeckte, der noch schlimmer war und noch mehr Leute auf dem Gewissen hatte. Doch zu ihm kommen wir auf der letzten Ebene. Gerd Wenzinger. Gerd Wenzinger, oder besser bekannt als der Havel-Ripper, als Anlehnung an Jack the Ripper, war ein deutscher Arzt gewesen, der zwischen den Jahren 1991 und 1996 zwischen 2 bis 17 Menschen in Deutschland und Brasilien beseitigt hatte. 17 klingt jetzt erstmal nach zu wenig für diesen Teil der Liste, aber man vermutet, dass es deutlich mehr gewesen sind. Leider bekam man hierfür nie eine Bestätigung, da er vor seinem Gerichtsfall bereits verstorben war. Ein klares Muster seiner Taten gibt es nicht. Jack the Ripper. Was er allerdings tat, war, dass er die Körperteile seiner Opfer verteilte, um nicht geschnappt zu werden. Er floh sogar nach Brasilien in der Hoffnung, nicht mehr erwischt werden zu können. Doch dann im Jahr 1996 bekam die Polizei in Berlin ein Tape zugespielt, welches vermutlich von Wenzinger selbst oder einem Komplizen aufgenommen wurde. In diesem Video konnte man mit ansehen, was Wenzinger seinen Opfern Schreckliches angetan hatte. Wenzinger selbst leugnete alle Morde. Als ein möglicher Gerichtsfall allerdings immer näher rückte und er ausgeliefert werden sollte, nahm er sich mit einer Überdosis das Leben. In seinem Abschiedsbrief, den er hinterließ, schrieb er ebenfalls, dass er unschuldig war. Ebene 5. Nun sind wir im dreistelligen... Ich glaube auch, dass er sich das Leben nimmt, bevor der Prozess und sowas halt überhaupt startet. ...und teilweise hohen dreistelligen Bereich angekommen. Dies ist die dunkelste und tiefste Ebene dieses Eisberges. Nils Högel. Wisst ihr noch, als ich bei Stefan Letter sagte, dass man seine Taten für die schlimmsten der Nachkriegszeit hielt? Nun ja, man tat dies, bis man Nils Högels Taten bemerkte, bis sie ans Licht kamen. Denn auch Högel war ein Krankenpfleger gewesen, der ähnlich wie Letter handelte, jedoch aus einem ganz anderen Motiv. Die Frage ist, wer hat das Tape geschickt? Ich kann mir gut vorstellen, dass das anonym eingereicht wurde, weil er selber wird es nicht eingeschickt haben.
Das ist klar. Das heißt, die andere Person, die das Tape eingeschickt hat, ist dann entweder Mittäter oder sie hatte das Tape schon vorher und war quasi dementsprechend irgendwie involviert slash hätte Schlimmeres verhindern können. Wahrscheinlich. So, deswegen wurde das wahrscheinlich einfach nur in den Briefkasten geschmissen. Weißt du, was ich meine? Zunächst einmal zwischen den Jahren 2000 und 2005 arbeitete Nils Högel sowohl in Oldenburg als auch im Krankenhaus Delmenhorst. Und in dieser Zeit soll er zwischen 85 bis ca. 300 Menschen beseitigt haben. 85 ist hierbei die bestätigte Zahl, aber es sind sich eigentlich alle sicher, dass die Zahl deutlich, deutlich höher ist. Auch ihnen gab er eine Überdosis, die einen Herzstillstand erzeugen sollte. Sein Ziel war es gewesen, dass unter seiner Aufsicht Patienten einen Herzstillstand erleiden und er sie dann heldenhaft retten könnte. Es ging ihm also um Anerkennung und Ruhm vor seinen Kollegen und Vorgesetzten. Das Ganze war damals aber auch anderen Mitarbeitern aufgefallen und so wurden immer wieder Witze gemacht, dass seltsamerweise, besonders immer dann, wenn Högel arbeitete, scheinbar viele Patienten verstarben. Gleichermaßen dachten viele von ihm aber auch tatsächlich, dass er ein Held war, da er es mehrfach in der Vergangenheit geschafft hatte, Menschen zu retten. Wegen seinen Ohren. Ich habe mal gehört, dass es zum Beispiel beim Ringen so ist. Weil beim Ringen die Ohren irgendwie oft so eins abbekommen oder vielleicht sogar beim Boxen oder so. Und dadurch platzen dann die Gefäße oder so in den Ohren und heilen halt nicht mehr ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt deswegen ist oder nicht, aber so das kann dadurch zustande kommen. Die er natürlich zuvor vergiftet hatte. Im Jahr 2005 bemerkten Kollegen von Högel, wie er die Geräte bei einem Patienten manipulierte. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert und Högel kam vor Gericht und wurde wegen bewiesenem 85-fachen Mord zu lebenslänglicher Haft verurteilt. 85 Fälle konnten einwandfrei mit ihm in Verbindung gebracht werden. In Wahrheit ist die Zahl aber ziemlich sicher an die 300. Das ist so heftig. Ich meine, okay, die haben das hier so als Joke gehabt hier, yo, wenn er arbeitet, dann versterben die Leute öfters und dies, das, aber halt in Wahrheit, es ist halt, wenn es dann wirklich, ich sag jetzt mal, normal ist und wenn er, keine Ahnung, du denkst dir, sowas wird dir auffallen, aber ich glaube, wenn du in der Situation bist, maybe nicht so. Peter Nias. Vor allem, dann haben halt auch noch unterschiedliche Kollegen das zu unterschiedlichen Schichten immer so gesehen und keine Ahnung. Peter Nias war ein deutscher Bandenführer in der Oberpfalz, der ungefähr 40 Kilometer von Nürnberg entfernt unzählige Menschen beseitigt haben soll. Zwischen den Jahren 1566 und 1581 soll Nias angeblich 544 Menschen überfallen und ausgeschaltet haben. Zudem hatte er eine ganze Crew, die aus Kriminellen bestand, die ebenfalls weitere Morde beging. Die Taten selbst sind hier nicht sonderlich erwähnenswert. Es waren meist Überfälle von unvorsichtigen Wandlern und Händlern. Es dauerte eine ganze Zeit, bis dann im Jahr 1577 Mitglieder der Bande, genauso wie Nias selbst, von der Polizei festgenommen wurden. Dies passierte unter anderem, weil ein Mann namens Klaus Stricker, der früher für Nias gearbeitet hatte, bei der Polizei aussagte, wer verantwortlich für diese schrecklichen Taten gewesen ist. Oh, er hat einfach gesnitcht. Es kam später dann zu einem Prozess, wo Nias unter Folter zugab, 500 Menschen, über 500 Menschen muss man sogar sagen, beseitigt zu haben. Man muss hier natürlich... Ja, unter Folter ist dann wieder schwierig, aber ich kann mir vorstellen, dass das so passiert ist. Würde ich trotzdem ein wenig skeptisch sein, denn gleichermaßen gab er unter der Folter an, dass er sich in einen Hund, eine Katze oder auch zum Beispiel eine Ziege verwandeln könnte. Am 16. September... Haben die den das gefragt oder hat er das einfach so random rausgehört? So, ja, übrigens, ich kann mich in einen Hund verwandeln. Ja, mach mal. Wuff, wuff. 1581 wurde Nias schließlich hingerichtet. Oh, einen Moment. Ich muss ganz kurz... Ich muss ganz kurz mit meiner Freundin telefonieren.
Sorry, Chat. Bin schon wieder da. Karl Großmann. Karl Großmann war erneut ein weiterer Kannibale, der hier in Deutschland zwischen den Jahren 1918 und 1921 unfassbar schreckliche Taten vollbrachte. Es ist auch hier nicht genau geklärt, wie viele Menschen ihm wirklich zum Opfer fielen. Man vermutet, dass es zwischen 26, aber auch weit über 100 gewesen sein können. Über seine Taten gibt es auch nicht viele Informationen, die bekannt sind. Man weiß, dass er scheinbar zufällig Menschen attackierte und beseitigte. Außerdem besaß er zur damaligen Zeit einen Stand auf einem Schwarzmarkt, wo er Fleisch und Hotdogs verkaufte. Na. Viele Leute vermuten, dass er menschliches Fleisch dort verwendete und weiter vertrieb. Da er immer wieder Überreste seiner Opfer in einen Kanal, der Luisenstadt-Kanal heißt, warf, wurde die Polizei aufmerksam und so fanden sie Nachweise, dass der Täter über 100, vor allem junge Frauen und Mädchen, beseitigt hatte. Am 21. August 1921 wurde Großmann dann in Berlin festgenommen, nachdem Nachbarn Geräusche eines Kampfes aus seiner Wohnung gehört hatten. Großmann wurde leider nie verurteilt, weil auch er sich in seiner Zelle selbst das Leben nahm. Ja, gut. Christmann Gnipperteinger. Christmann Gnipperteinger ist mit Abstand der deutsche Serienkiller, der die meisten Menschen auf dem Gewissen hat. Er war ein Bandit, der angeblich innerhalb von 13 Jahren fast 1000 Menschen beseitigt haben soll. Über mehrere Jahre hinweg lebte er außerhalb einer Stadt in einer kleinen Höhle. Dort verweilte er immer so lange, bis er wieder jemanden überfallen wollte, um ihm Geld, Essen oder weitere Habseligkeiten abzunehmen. Robse, dabei danke. Überfiel er seine Opfer nicht nur, sondern brachte sie in den meisten Fällen bist um. Bist du der, Robse? Er hatte zudem auch eine junge Frau entführt, die angekettet in seiner Höhle mit ihm lebte. Nach vielen gemeinsamen Jahren, in denen sie immer wieder darum bettelte, auch mal andere Menschen sehen zu dürfen, erlaubte er ihr ausnahmsweise, in eine nahegelegene Stadt zu gehen, vorausgesetzt, sie erzählt niemandem von ihm und kehrt danach auch wieder alleine zurück. Ja, wird ganz sicher passieren. Nachdem sie also in der Stadt angekommen war, Leute sie ansahen und fragten, ob alles in Ordnung war, brach sie weinend zusammen und erzählte bei einer polizeilichen Befragung alles, was sie wüsste. Die Polizisten wussten, dass sie diesen gefährlichen Mann schnappen mussten, also hatten sie einen Plan. Die junge Frau bekam von den Polizisten einen Sack voller Erbsen und hinterließ auf dem Weg zur Höhle immer wieder welche, sodass nachts eine Gruppe von 30 Soldaten der Spur folgte. Never würde ich das machen. Ja, da kommt irgendein Wildschwein oder sowas und frisst die Erbsen auf und dann ist die Spur einfach weg. Nie im Leben gehe ich dann nochmal zu dem zurück. Und so auf den schlafenden Christmann in seiner Höhle stießen. Warum sind die nicht generell gleich hingegangen so oder halt in der Nacht mit ihr? Ja, okay, na, da wär schon auffällig. Christmann führte ein Tagebuch bei sich, in dem er all seine Taten niederschrieb. Daher wusste man ganz genau, dass er scheinbar 964 Menschen auf dem Gewissen hatte. Er sagte aus, dass sein Ziel 1000 Menschen gewesen wären. Diese Zahl hätte ihn zufriedengestellt und dann hätte er aufgehört. Am 17. Juni 1581 wurde er schließlich zum Tode verurteilt und hingerichtet. Und das war er, der gruselige Eisberg voller deutscher Serientäter. Jesus! Schreibt gerne, welchen Täter ihr am schrecklichsten fandet in die Kommentare. Ich dachte, for real, er sagt jetzt, schreibt gerne, welchen ihr am besten fandet. Crazy Daisy, aber Real Talk, einige von denen auch einfach sowas von stupid. Der eine hat seinen Schlüssel dort vergessen bei dem Täter. Der andere hat einfach sein Opfer gehen lassen und hat gesagt, ja, aber bitte sag's keinem, gell? Heftig. Heftiges Video.